Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, mein Redebeitrag sollte 10 Minuten dauern. Nachdem ich aber gehört habe, wo hier der Einstieg gewählt wurde, nämlich in Parteiprogrammen, dachte ich zuerst, ich habe hier das Thema verfehlt. Es geht eigentlich doch um das Sicherheitsgefühl der Bürger und nicht um ihre Wahlprogramme. Aber wenn Sie schon mal auf diese Wahlprogramme eingehen, dann reicht meine Redezeit nicht und insofern werde ich nach diesen 10 Minuten später noch einmal dazu Stellung nehmen. Also, aber um gleich zu antworten, Herr Silkeit, Ihr Parteiprogramm der CDU hat mich schon enttäuscht auf Fragen der Sicherheit, wo Sie doch eigentlich immer betonen, dass Sie der Garant für dieses Thema wären. Also das ist ja wirklich nicht der Volltreffer gewesen. Aber nun zu meinem Thema. Meine, das werde ich Ihnen noch sagen. Gestatten Sie mir zunächst einmal ein Zitat von Wilhelm von Humboldt zu zitieren: Ohne Sicherheit vermag der Mensch weder seine Kräfte auszubilden, noch die Furcht derselben zu genießen, denn ohne Sicherheit ist keine Freiheit. Der Begriff der Sicherheit umfasst also die subjektive Seite, also das Sicherheitsgefühl, und die objektive Seite, die tatsächliche Kriminalitätslage. Aus dem Gewaltmonopol des Staates geht hervor, dass nur der Staat und wirklich nur der Staat für diese öffentliche Sicherheit zu sorgen hat und damit auch die Schutzverpflichtung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern besteht. Und die Polizei ist dabei ein Garant der Sicherheit und so auch in der Polizeidienstvorschrift 100 verankert. Als Hauptursache für die Beeinträchtigung des subjektiven Sicherheitsgefühls wird in meisten Fällen eine echte oder eine gefühlte Zunahme der Kriminalität angenommen. Eine Beeinflussung dieses Gefühls geht natürlich aus vielen Faktoren hervor, nämlich aus Interessenlagen, aus den persönlichen Erfahrungen, wenn man Opfer geworden ist, oder aus den Medien, aus der Bildung und aus politischen Parteien, die die Unsicherheit unserer Gesellschaft schüren, nämlich so wie die NPD und zum Teil auch der AfD. Wer also glaubt, dass das ein Thema der Polizei alleine wäre, der irrt sich. Das ist ein Thema der gesamten Gesellschaft. Wer also glaubt, in seinem Parteiprogramm der CDU, wenn ich Herr Silkert jetzt erwähnen darf, mit der Erhöhung von 555 Polizeikräften das Allheilmittel gefunden zu haben, täuscht die Bürger, verkennt die Komplexität dieser Aufgabe und, jetzt, weil ich sie gut kenne, sage ich, und schürt unbewusst, das ist ja freundlich, ne? Sogar noch das subjektive Gefühl der Unsicherheit. Vor dem Parteitag, meine Herren, vor dem Parteitag sprachen Sie noch von 500. Vor einem Jahr sprachen Sie von gar keiner Zahl. Plötzlich sind es bei 550. Das mag wirklich eine Schnapszahl sein. Meine Damen und Herren, es ist äußerst erstaunlich, dass in den meisten Untersuchungen der Sicherheitsgefühl der Bürger nicht die objektive Gefahrenlage widerspiegelt. Das gilt auch für unser schönes Bundesland. Ich denke, dass Mecklenburg-Vorpommern nach wie vor sehr hoch, also eines der höchsten Sicherheitsstandards Europas hat. Die Bevölkerung wird mit immer weniger Straftaten belastet. Gucken wir einmal in die PKS 2015. Gab es auf 100.000 Einwohner 7.333 Straftaten. Ich kann mich erinnern, dass wir in den 90er Jahren 13.000 hatten. Also das ist schon eine tolle Reduzierung dieser Straftaten. Allerdings hatten wir im letzten Jahr einen Anstieg von 0,6. Da will ich vielleicht später darauf eingehen, stört jetzt. Aber auch die erfolgreiche Arbeit der Landespolizei und das große Engagement der Polizeibeamtinnen und Beamten hat natürlich auch ermöglicht, dass die Aufklärungsquote über den Bundesdurchschnitt gestiegen ist. Aber auch hier warne ich vor besonderen Interpretationen, wie Sie sie oftmals tun. Die Fakten, das sage ich Ihnen später, die Fakten zur Kriminalitätsentwicklung sprechen also eine klare Sprache. Ein anderes Thema ist aber die Überlastung der Polizei mit sachfremden Aufgaben. Darüber wurde oft gesprochen, nämlich die zusätzlichen Streifendienste zum Schutz der Asylbewerberunterkünfte und natürlich zur Verfolgung der rechtsextremistischen Straftaten, insbesondere durch die Täter aus diesem rechtsextremistischen Lager. Hinzu kommt die Sicherheit, die zusätzlich durch Fußballspiele und andere Großveranstaltungen durchgeführt werden müssen, oder
das darf ich auch sagen, das wurde hier heute nochmal erwähnt. Die zusätzlichen Aufzüge und Versammlungen, die durchgeführt wurden, rauben natürlich der Polizei auch viel Kraft. Aber das ist aber eine ureigene Sache der Polizei. Aber wenn man zum Beispiel, noch vor 2 Jahren in Demmin 400 Polizeikräfte einsetzt zu diesen Versammlungen und im letzten Jahr aber das doppelte 800, ohne dass sich die Sicherheitslage, so nach unserer Erkenntnis als Landtag, verändert hat, dann fragt man sich schon, warum. Und da hat Herr Ritter vollkommen recht. Darauf sollten wir schon mal achten, wie effektiv wir eigentlich unsere Polizei einsetzen. Aber es zählt auch dazu, dass die Politik dann hinter der Polizei steht. 400 Polizeibeamte mehr. Ziel muss es also sein, diese polizeifremde Aufgaben zu entlasten. Und das können wir bei Großraumtransport tun. Auch hier ist die Steigerung von 1.500 auf 5.500 angestiegen. Und davon reden wir 25 Jahre lang, dass wir das tun wollen. Jetzt zum ersten Mal höre ich, dass also die allgemeinen Verwaltungsvorschriften zur Straßenverkehrsordnung und durch das Bundesverkehrsministerium diese Straßenverkehrsregelungen ändern wird, sodass die Polizei entlastet werden kann. Ich hoffe, es wird kommen. Was die personelle Ausstattung der Landespolizei betrifft, da hat die Regierungskoalition sich geeinigt, in diesem Jahr 47 Stellen, in die Pensionen gehen, aufrechtzuerhalten, 100 weitere Stellen einzufordern und auch zur Verfügung zu stellen. Und es ist ein externes Gutachten in Auftrag gegeben und wird uns im Herbst sagen, wie viele Polizeikräfte dieses Land tatsächlich benötigt. Aber zurück zum subjektiven Sicherheitsgefühl. Es ist kriminologisch nachgewiesen, dass weitere Faktoren das Sicherheitsgefühl ganz individuell und nicht unerheblich beeinflussen. Das ist eine Studie der Deutschen Hochschule der Polizei und auch anderer Länderpolizeien. Und ein folgender Blick macht das sichtbar. Also es gibt Einflussgrößen wie das Alter, das Geschlecht, die Bildung, sozialer Status, Wohnort und Medien. Auf das haben wir uns alle und nicht nur die Polizei einzustellen. Also wenn wir uns vorstellen, dass Menschen im Alter von 16 bis 30 Jahren statistisch gesehen die höchste Gefährdung, Opfer zu werden, sich aber allerdings am wenigsten fürchten vor Straftaten, dann gibt es doch einen Einblick darüber, was subjektives Sicherheitsempfinden ist und ältere Menschen eher Angst haben, Opfer einer Straftat zu werden. Also, warum werden Senioren öfter durch Kriminalitätsfurcht bedrängt? Die erhöhte Furcht trotz verminderter Risikos ist einfach mit der Reduzierung der Wehrhaftigkeit, der Fähigkeit, mit solchen Gefahrensituationen umzugehen, beziehungsweise mit den Folgen der Viktimisierung zu leben, zu erklären. Ältere Menschen leben eher allein, je größer die soziale Isolation, je schwächer die eigene Position. Ältere Menschen erleben sich als verwundbar, schwächer und schutzlos. Hinzu kommen Situationsmerkmale, wie zum Beispiel die Angstpotenziale zur Nacht, zur Dunkelheit, Einsamkeit und Fremde und natürlich auch in ihrem Wohnumfeld. Das sind doch Aufgaben, die unsere gesamte Gesellschaft bewältigen muss. Lassen Sie meine Ausführungen mit einigen Maßnahmen zur Verbesserung der subjektiven Sicherheit enden. Öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten, geht grundsätzlich alle Verantwortungsträger in Staat und Gesellschaft an. Da ein negatives Sicherheitsgefühl die persönlichen Rechtsgüter des Bürgers, also die Handlungsfreiheit und die Lebensqualität, mindert, gilt es insbesondere, dass wurde hier auch schon gesagt, die Ursachen von Straftaten Nummer 1 ist die sozialen, gesellschaftliche Spaltung der Menschen zwischen Arm und Reich zu überwinden. Zweitens, die verstärkte Präsenz von Polizei und Ordnungskräften im öffentlichen Raum zu erhöhen. Wer aber meint, dass die Polizeibeamten ihrer Kreativität beraubt werden müssen, seine praktischen Erfahrungen missachtet, kann noch so viele Polizeikräfte einsetzen, ohne dass ein sichtbarer Erfolg erbracht wird. Und wenn ich die Zeit hätte, würde ich es hier an folgendem Beispiel auch erklären. Vielleicht zum Schluss. Der falsche Schwerpunkt wäre natürlich genau, wie es wir heute machen, oftmals
unser Schwerpunkt auf die Verkehrssicherheit zu legen und nicht auf die Kriminalitätsbekämpfung, so wie wir sie gerade in Wohngebieten oder in Bereichen der Wohnbevölkerung fordern. Also monatliche sogenannte thematischen Verkehrskontrollen sind ja nicht falsch, aber sie treffen nicht das subjektive Empfinden der Bürger, die wir reduzieren wollen. Und soweit ist jetzt die rote Lampe erleuchtet. Ich setze später fort. Danke.